Hallo und herzlich willkommen an alle Freunde der gepflegten Bastelkultur. Heute Trios Folge 2. Das letzte Mal, wir erinnern uns, hatten wir ja besprochen Trios in der BIN-Version, ja, also Installation und Anwendung. Heute beschäftigen wir uns mit Trios, diese Source-Version. Also es geht da um diese zwei Pakete, Download-Pakete, die wir auf unserer Webseite haben. Und in dieser Source-Version sind alle Quelltexte enthalten. Dementsprechend werden wir ein bisschen in die Tiefe gehen, ja, also die inneren Strukturen beleuchten, werden uns mit der Programmierung beschäftigen, ja, werden uns ein bisschen mit der Theorie beschäftigen, wie findet die Kommunikation innerhalb von dem Hive-Computer statt zwischen diesen drei Mikrocontrollern und wie ist das in der Software abgebildet. Ja, wo finde ich da was? Was muss ich wissen, wenn ich irgendwas programmiere, damit man das so ein bisschen verinnerlicht, die Struktur. Ja? Des Weiteren werden wir mal kurz versuchen einzugehen auf den Programmloader. Also was passiert, wenn ich ein Programm lade im Trios, beziehungsweise wenn das Trios startet, also der Bootvorgang. Ne? Was kann ich da machen? Und in dem Zusammenhang werden wir natürlich dieses iOS besprechen, diese große Bibliothek, die uns das Leben sehr leicht macht beim Programmieren und zum Schluss dann auch nochmal auf die Toolbox-Archive eingehen, denn diese Toolbox-Archive enthalten ja auch alle Quelltexte und da sind so gewisse Ähnlichkeiten zum Trios da und wie man da was kompiliert und was man beachten muss, wenn man irgendwas am Trios ändert, muss man ja vielleicht auch was mit den Archiven machen oder ähnliche Geschichten. Ne? Ja, und bevor ich es vergesse, nochmal für die Quereinsteiger, die jetzt nur mal aus Versehen irgendwo mit reingeklickt haben in das Video, worum geht's? Es geht um ein Hobby-Eigenbauprojekt und zwar den Hive-Computer. Ich habe hier mal so eine Platine. Ne? Das ist ein Computer, der besteht aus drei Mikrocontrollern. Und es handelt sich um den weltweit einzigen Selbstbausatz für einen Multicore-Rechner. Das Ding hat nämlich 24 RISC-Cores. Und da kann man so ein bisschen lernen, wie das funktioniert mit Multicore-Geschichten und ähnlichen Geschichten. Ist allerdings eine sehr kleine Sache, muss man gleich dazu sagen. Also irgendwas so in der Leistungsfähigkeit kommt da raus zwischen C64 und Amiga. Und jetzt in diesen Folgen geht es hier mehr oder weniger um die Programmierung und das Betriebssystem. Das heißt halt TriOS, ne? TriOS, 3OS, weil wir drei Mikrocontroller haben und dieses Betriebssystem erstreckt sich halt über drei Schaltkreise. Ne? Wenn wir bei so einem normalen Computer ein BIOS haben, haben wir hier drei BIOS-Sachen, die je ein BIOS für einen Chip. Jo, das nur kurz mal für die Quereinsteiger. Wer Interesse hat an den Sachen mit dem Hive, da gibt es eine ganze Menge anderer Videos, die den Hive mal kurz vorstellen, beziehungsweise auch ein sehr kleinteiliges Aufbaututorial. Dann einfach mal dort reinklicken und dort reinschauen. Da erfährt man dann mehr über dieses tolle Gerät. Also an die Arbeit. So, liebe Freunde, schauen wir uns mal die Quelltexte an und die Struktur der Quelltexte. Ich habe jetzt das Paket schon von der Webseite geholt. Ja, wir wissen ja, Hive Project, dort im Download-Bereich findet man neben dem BIN-Paket noch das Source-Paket. Ja, das habe ich jetzt schon einfach mal einen Download gemacht und hier entpackt. Und da werden wir mal reinschauen. Ja, so. Über einige Ordner hatten wir ja in der letzten Folge schon gesprochen. Schauen wir uns mal in die Root. Was haben wir dort? Ich markiere mal die Dateien dort. Dort haben wir im Prinzip den Kommandozeilen spin gc. Der ist also hier einfach mit drin im Projekt. Und zwei Batch-Dateien. Sowie passende Log-Dateien dazu und ein README. In der README steht bloß drin, ganz clever, dass man im Doku-Ordner für mehr Informationen schauen soll. Na, könnte man sich eigentlich auch sparen. So, und mit diesen Dateien in der Root kann man dann das Trios komplett im Stück einmal übersetzen. Ja, da kommen wir gleich nachher dann am Ende von
von dem Tutorial nochmal dazu. Nur mal so weit, dass man das einordnen kann, was hier für Dateien liegen. So, und alles, was in diesem Batch-Prozess übersetzt wird, kommt in diesen Bin-Ordner. Das hatten wir auch in der vorherigen Folge schon. Im Flash-Ordner alle Dateien, die in die Chips geflasht werden können. Und in dem Unterverzeichnis SD-Card alles, was auf die SD-Card kommt. Und das heißt, man kann die 3 EEPROMs flashen, stöpselt die SD-Card rein und das Trios startet. Mehr braucht man erstmal nicht, um einen Hive zum Leben zu erwecken. Ja. Dann haben wir hier den Ordner Doku, hatten wir auch schon drüber gesprochen, diverse Dokumentationen, und dann auch das Logbuch, wo dann drin steht, was hat sich bei der letzten Version geändert. Ja. Jo, auch nicht ganz so interessant. Ja. Dann kommen wir mal zu den Ordnern, in welchen sich die Quelltexte befinden. Da haben wir als erstes den Flash-Ordner. Klar, was sich drin befindet, da befinden sich natürlich die Quelltexte für die EEPROMs von unseren drei Chips drin. Ja. Und wir gucken mal schnell rein. Wir haben in Regnatix den Regflash. Kommen wir auch nachher nochmal in einem Beispiel dazu. Dort kann man noch in der Datei einiges einstellen. Eigentlich bezieht sich es nur auf das Force, ob man das System mit oder ohne das Prop Force starten kann. Dann haben wir Bellatrix, alle Dateien dafür. Und zwar getrennt kann man dort ein EEPROM-File erzeugen für den TV-Modus bzw. für den VGA-Modus. Ja. In der Regel, wenn man den Batch-Prozess ausführt, der Standard ist ja, dass der Hive im VGA-Modus startet, weil ich denke mal, 99% der Leute haben halt einen kleinen VGA-Monitor mit dran. Das heißt, der Batch-Prozess erzeugt dann die bellflash.bin für die VGA-Version und packt die in den Flash-Ordner. Ja, das ist halt die Datei, die wir hier drinnen liegen haben, die wir dann flashen. Und damit startet dann der Hive im VGA-Modus. Gleichzeitig wird in einem zweiten Compiler-Durchgang nochmal erzeugt eine Bellflash oder ein Chipcode für Bellatrix für den TV-Modus. Und diese Datei heißt dann tv.bel und die wird in den Systemordner kopiert. Das heißt, wenn wir dann TFV aufrufen, wird dann dieser Chipcode geladen und das Bild geht, wird dann auf dem kleinen mit dem Videoausgang dann genutzt. Ne? Also es erscheint dann auf dem kleinen TV-Monitor. Man kann, wenn man will, hier auch Änderungen vornehmen, dass sein Hive direkt im TV-Modus startet. Das geht auch. Ja. Man kann auch einfach, wenn man das denn möchte, jetzt schon, wenn man hier in den Bin-Ordner reinguckt, SD-Card, System, da haben wir ja dann irgendwo unsere TV, gucken wir mal, stv.bell. Wenn man die in den Bellatrix-Chip flasht, statt der Bellflash.bin, dann startet der Hive sofort in den TV-Modus. Ja. So, das zu Bellflash. Hier ist dann auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Hier ist dann nochmal das Logo, das Hive-Logo. Das wird hier in Bellflash mit eingeblendet. Oder mit eingebunden. Ja. So, Administra ist nur ein Chipcode jetzt drin, den man direkt flasht. Es gibt natürlich dann immer noch mehr Chipcodes, die findet man dann nachher im Systemverzeichnis, da kommen wir nachher hin, hier unten. Hier sind wirklich bloß die Quelltexte für die Dateien, die initial in den EEPROM geflasht werden, damit das System definiert startet. Ja. So, im Verzeichnis Force haben wir alles, wie der Name schon sagt, zum Prop Force.
Dort haben wir diverse Dateien. Wir haben dort Mod-Dateien und wir haben Lib-Dateien. Was ist der Unterschied? Libs sind Force Libraries, also eine Sammlung von Wörtern um zu einer bestimmten Thematik. Ja, also wir haben hier zum Beispiel HSS-Lib. Ich gucke mal rein. Sind also Wörter um HSS-Soundtracker-Module, dieses Hydra-Sound-System oder Force dann abzuspielen. Ja, ich gucke mal hier Play, HSS-Play zum Beispiel spielt in der Datei in einem Puffer ab. Ja. Und HSS-Load lädt eine Datei in den Puffer. Ja, also man könnte mit HSS-Load unter Force dann so eine Datei in den Puffer laden und mit HSS-Play könnte man diese Soundtracker-Datei dann abspielen und mit HSS-Stop dann stoppen und Pause und so weiter und so fort. Ja. So, wie gesagt, das sind die Library-Dateien. Alles kleine Wortsammlungen. Was ist nun der Unterschied zu den Mods? Die Mods sind im Prinzip Module, also fertige, man könnte sagen, fertige Programme. Wobei Programme unter Force ja immer nicht ganz so monolithisch sind. Also zumindest nicht in der Form jetzt, wie wir es hier haben. Ja. Man lädt so ein Modul und kann dann ruft das entsprechende Programm dann über ein Wort auf, wenn es nicht in irgendeinem Autostart mit drin eingebunden ist. Ja. Mal als Beispiel, wir haben hier H-Play für HSS-Play. Ja. Also das ist ein HSS-Player. Das nutzt genau diese HSS-Lib, die wir hier unten haben. Ja. Und wenn wir hier reinschauen, ach, nee, als Video wollen wir das nicht abspielen. Wir gucken es mal im Editor an. Gucken wir mal die höheren Funktionen an. Hier haben wir zum Beispiel eine Playlist. Ja, da können wir dann die Dateien abspielen. Oder wir können mit HDIRPlay alle HSS-Files in einem bestimmten Verzeichnis abspielen. Ja. Das nutzt jetzt natürlich dann schon die Wörter aus der entsprechenden Library hier. Ja, das ist so der Unterschied. Diese Dateien wandern alle in den Systemordner mit rein, weil PropForce auch den Systemordner nutzt. Ja, also man kann in PropForce dann so einen Modulnamen aufrufen und er bindet dieses Modul oder diese Library dann mit ein. Das ist auch ein bisschen beschrieben. Unter Doku haben wir hier eine Force-Datei, Force im Überblick. Also zwei Dateien eigentlich. Wir haben Installation mit Force. Da wird gesagt, wie kriege ich denn mein Trios installiert mit einem Force, was gleich als integrierte Programmiersprache startet. Und dann Force im Überblick ist ist ein bisschen eine Übersicht über das Force. Und gucken wir mal. Wichtige Kommandos sind hier angegeben. Und dann hier wichtige Dateien. Da wird das nochmal mit den Mods und den Libs erklärt. Ja. Und wir haben hier unten dann die wichtigsten Libraries und Mods hier erklärt. Früher, ich sehe hier gerade noch einen Fehler in der Dokumentation. Früher sind die Mod-Dateien F-Dateien. Mittlerweile sind sie umbenannt. Ja. Und hier finden wir unsere hplay.mod wieder, die hier dummerweise noch hplay.f heißt. Werde ich gleich mal notieren, dass ich das mal ändere für die nächste Version. Und den SID-Player splay.mod jetzt. Ja. Dann sind hier noch ein paar Fehlercodes und so, was man so braucht. Ja. Wer mal mit dem Force dann anfängt und ein bisschen experimentiert und vielleicht solche Fehlerchen findet oder vielleicht Ideen hat, was man hier mit dem Text noch mit reinschreiben könnte, damit man dort ein bisschen einen Einstieg bekommt,
der kann sich mal bei mir melden. Einfach entweder in die Kommentare schreiben hier beim Video oder mir eine Mail schicken und am besten gleich einen Text noch, was man reinschreiben könnte. Ja, ja, machen wir mal zu. Und gucken wir mal weiter. Das war das Force-Verzeichnis. Dann haben wir, machen wir mit dem Systemverzeichnis weiter. Das LIP-Verzeichnis kommen wir gleich dazu. Systemverzeichnis haben wir eigentlich alles, was dann, alles was hier drin liegt, liegt dann auch im Systemverzeichnis auf SD-Card. Ja. Im Systemverzeichnis auf SD-Card ist es allerdings dann etwas ungeordnet. Ja. Hier habe ich das mal ein bisschen versucht, damit es übersichtlicher ist, die einzelnen Dateien zu ordnen nach den Chips. Ja, wir haben ja bestimmte Sachen wie externe Kommandos von Regimen, die wir nur im Regnatix starten. Ja, das sind ja alles Sachen, die in unser System liegen, wie zum Beispiel das Perplex-Tool oder FM, hier ist der File-Manager, fm.spin. Ja, und die werden ja in Regnatix gestartet. Ja. Im gleichen Systemverzeichnis findet sich aber zum Beispiel auch ADM-SID, also der Chipcode für Administra mit der SIDCOG-Emulation. Und diese Sachen findet man dann hier in dem Administra-Verzeichnis. Ebenso finden wir hier Bellatrix-Chipcodes. Ja. So. Gucken wir, gehen wir mal der Reihe nach durch. Bei Administra haben wir ADMAY, das ist der Chipcode, wo dann der Soundtreiber für den Yamaha-Chipsatz eingebunden ist. Dann haben wir ADMNET, das ist der Chipcode für Administra mit der Netzwerkschnittstelle. Und ADMSID, klar, das kennen wir jetzt schon, da haben wir viel schon mit experimentiert und gesehen, mit der SIDCOG-Emulation. Ja. So, Bellatrix haben wir momentan noch nicht so sehr viel drin. Das ist der Grafik-Null-Modus, G-Null-Modus. Das ist dieser vektororientierte Grafikmodus. Im TV-Modus, also der läuft nicht auf dem VGA-Monitor, sondern dann auf so einem kleinen TV-Monitor, den man anschließt. Ja. Und dann den H-Text. Modus, dieser hochauflösende Textmodus, der leider momentan nicht so richtig funktioniert. Also er startet schon, aber da stimmen dann die Steuerzeichen noch nicht richtig, das müsste mal korrigiert werden. Und auch Fensterroutinen sind da nicht integriert. Also das wäre, der H-Text-Modus wäre mal so ein Betätigungsfeld, wer mal Lust hat, sich damit zu beschäftigen, der könnte das mal auf den Stand bringen. Ja. Wir haben ja schon mal sowas gehabt, diese Fensterroutinen, die wir hier integriert haben in Bellatrix, in dem normalen Flashcode schon drin. Ja. Gucken wir mal rein. Die wurden ja von UHeld mit reinprogrammiert. Ja. Diese ganzen Windows-Routinen hier. Ja. Übrigens eine ganz coole Sache und hilft natürlich, ich hätte es wahrscheinlich nicht so hingekriegt. Also wer Lust hat, was zu programmieren, dieser Hightext-Modus, das wäre mal noch so eine Geschichte, ja, das mal in Gänge zu bringen, der ist einfach momentan nicht auf Stand. Ja. So, dann haben wir alles, was in Regnatix drin ist. Und gehen wir es einfach mal durch, dann haben wir auch gleich mal die externen Kommandos ein bisschen betitelt. ADM-Test und Bell-Test sind zwei Testprogramme. Wenn man sie aufruft, erscheint ein Auswahlmenü und dann kann man die Funktion von dem Standard-Chipcode testen. Bei Bell-Test zum Beispiel sind das die verschiedenen Steuerzeichen, ob die Funktionen funktionieren, die verschiedenen Fensterfunktionen, funktioniert das mit Randkollisions und ähnlichen Geschichten, ja, das Scrolling in Fenstern und so, das kann man alles dort durchspielen. Bei ADM-Tests sind die File-Funktionen und ich weiß gar nicht was alles, jetzt könnte man hier reingucken, ich weiß gar nicht, was wir da alles für Testsachen drin haben. Falten wir mal ein.
Ach nee, falten wir mal aus. Ja, also da haben wir, da können wir das Chip-Management testen, SD-Laufwerksfunktion, HSS-Funktion, WEF und das war's. Ja, und dann haben wir hier Unterbereiche für das Chip-Management, Sound, SD-Card, Sachen, also so eine Sachen, Mount, Volume, wollen nehmen, Free und so weiter, dann Daten schreiben und lesen, Block schreiben und lesen. Das testet halt diese einzelnen Funktionen in dem Chipcode. Diese Dateien, Bell-Tests und ADM-Tests, sind entstanden damals, wie ich den Chipcode für diese Schaltkreise geschrieben habe. Und dann wollte ich gleich mal so ein bisschen einen normierten Test, um bei Änderungen zu gucken, ob noch alles funktioniert. Ja. Ja, und dann kommen hier die einzelnen Tests. Ja. So, das sind diese beiden Dateien. CharMap gibt auf dem Bildschirm eine Zeichentabelle aus von dem Zeichensatz, der gerade in Bellatrix in dem Chipcode geladen ist. Ja. ERAM ist ein Tool, um mit dem externen RAM umzugehen. Hier sehen wir die ganzen Kommandos. Man kann dort, ich habe es natürlich gebraucht, um dann auch diese RAM-Disk zu programmieren. Da brauchen wir dann immer ein Tool, um dann mal das Verzeichnis auszugeben oder die Speicheraufteilung in dem externen RAM sich mal schnell anzeigen zu lassen oder einfach mal einen Speicherdump im externen RAM auszugeben und so weiter und so fort. Also das ist so ein richtig so ein Speichermonitor für den externen RAM. Und zwar nur für den externen RAM. Ja, da kann man sich auch die Systemvariablen dann mal anzeigen lassen. Ja, wo beginnt der Heap, wo endet der und so weiter und so fort. Kann Dateien dort reinladen. Ja, und halt mit der RAM-Disk dort hantieren. ERAM. Komplettes Tool. Wenn man es startet, etabliert es auch eine eigene Kommando-Eingabezeile. Flash ist ein Türchen, damit kann man Dateien in den EEPROM von Regnatix flashen. Ich könnte also im Trios den EEPROM überschreiben mit was anderem. Momentan ist ja RegFlash in der Regel drin, aber ich könnte dann fm.bin dort speichern und beim nächsten Reset startet dann der Hive mit dem File Manager. Ja. Allerdings kriege ich ihn dann selber nicht mehr raus. Ja. So, gedacht ist es eigentlich für Hives, wo ich dann einen größeren EEPROM drin habe an Regnatix, der statt 32K 64K groß ist. Dann kann ich in den oberen 32K kann ich zum Beispiel ein Basic speichern oder sowas. Ja, wir können mal reingucken, es gibt ein paar Kommandos, die hier drin sind. Ja, also ich kann eine Datei in den oberen ROM flashen, ich kann eine Datei in den unteren ROM flashen, ja, ich kann das ausgeben in Speicherdump, ich kann das vergleichen mit einer Datei, ich kann oberen oder unteren ROM löschen. Unteren ROM löschen ist ganz praktisch, danach startet dann der Hive nicht mehr. Das ist clever, ja. Also man kann es löschen, müsste dann allerdings auch wirklich was anderes dann in der Session reinschreiben. In dem Moment, wo ich dann Reset drücke, ist dann Ruhe, dann muss ich wieder mit dem PC was Neues reinschreiben in Regnatix EEPROM. So, und ja, dann kann ich das, was in dem oberen oder unteren ROM ist, dann in eine Datei speichern. Ja, so was ist da drin, das Flash-Tool. FM, klar, der File-Manager. F-Term. Ist denn das? Ein Terminal-Programm. Ist eigentlich gedacht für Experimente mit PropForce. Ja, ist ein ganz kleines Terminal, also so ein minimalistisches. Das werde ich vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen, wenn ich mit dem PropForce wieder ein bisschen mehr mache. Beziehungsweise wenn wir dann nachher so weit sind, dass ich dort auch ein Tutorial mal für das PropForce mache. Ja? Wo, die Theorie und die Idee hinter der Geschichte ist, dass natürlich das PropForce als System, wenn ich das starte auf dem Hive, wirklich echtes Multitasking kann.
Das heißt, ich habe dann nicht nur einmal Propfos gestartet, sondern das Propfos wirklich mehrmals gestartet. Und ich kann dann einen dieser Cores kann ich dann mit dem Monitor, mit dem angeschlossenen Monitor verbinden, ja, oder ist standardmäßig verbunden. Das heißt, dieser Core macht dann Ein- und Ausgaben über Bellatrix, also auf den VGA-Monitor, der angeschlossen ist, beziehungsweise die Eingaben kommen über die Tastatur, die an Bellatrix angeschlossen ist. Nun kann aber der zweite Core zum Beispiel nicht an der Bellatrix angeschlossen sein, sondern an die serielle Schnittstelle. Das heißt, wenn ich an die serielle Schnittstelle, dort hab ich an Regel dann den Host-Computer, den Windows-Rechner angeschlossen, und wenn ich dort auf dem Windows-Rechner ein Terminal-Programm starte, kann ich mit dem zweiten Core in dem Propfos sprechen. Das heißt, ich kann auf dem einen Core, der auf dem angeschlossenen VGA-Monitor was ausgibt, irgendein Programm laufen lassen, und auf dem zweiten Core mit dem Terminal-Programm auf dem Host-Rechner was ganz, ein ganz anderes Programm starten. Ja? Das funktioniert in Propfos. Ist natürlich mehr so eine Konzeptstudie, weil wir wissen ja, Multitasking ist natürlich sehr begrenzt auf dem HF nur möglich, weil wir halt relativ wenig Speicher haben. Ja? So, und wenn ich jetzt, wir waren ja bei F-Term, um den Bogen wieder zu spannen, zum Thema zurückzukommen. Wenn ich keinen Host-Rechner angeschlossen habe, keinen Windows-Rechner oder irgendwas anderes, dann kann ich natürlich einen zweiten Hive nehmen, den mit dem seriellen Kabel an den ersten Hive koppeln und F-Term starten auf dem zweiten Hive und auf dem zweiten Hive mit einem Core in dem Propfos arbeiten. Parallel, ja, das ist dann ein echtes Multitasking. Jo, FTP ist ein kleines FTP-Programmchen, gehört mit zu dem IAC so ein bisschen dazu. Ja, da kann man also Dateien per FTP sich holen. Das ist vom Jörg geschrieben, der auch das IAC-Programm geschrieben hat. Ja, ist ein kleiner FTP-Client. So, G0-Test ist ein Testprogramm für den G0-Grafikmodus. Ja, den hatten wir ja hier. Ich mache mal ein zweites Fensterchen auf. Unter System Bellatrix hatten wir ja den G0-Modus. Ja, diesen vektororientierten Modus. Und dafür ist hier ein Testprogramm. Analog zu ADM-Test oder Bell-Test. Ja, hier sind alle Funktionen von dem G0-Grafikmodus, werden dort immer fortlaufend durchgetestet. Im Übrigen läuft das dann auch gleich wie so eine Art kleines Grafikdemo. Ja, wenn man gucken möchte, was kann dieser G0-Grafikmodus vektororientiert, der startet einfach unter Regime G0-Test und kann sich das mal alles anschauen. Ja, ich habe es auch versucht, wir gucken mal rein. Diese ganzen Funktionen ein bisschen thematisch zu ordnen. Ja? Also das Demo läuft hier los, da gibt es eine kleine Initialisierung, bla bla bla. Und dann machen wir hier was mit dem Heap. Ja, ich habe das hier mal an der Seite dann hingeschrieben, damit man sich ein bisschen besser orientieren kann. Wir holen nämlich von dem G0-Grafiktreiber in Bellatrix dann, wie viel die Informationen, wie viel Speicher hast du frei jetzt für Vektordaten und das und jenes, ja, und geben das aus. Danach kommen Plot-Befehle, Line-Befehle, Kreis- bzw. Kreisbogenbefehle, Dreiecke zeichnen, Box zeichnen, Vektorobjekte zeichnen, Vektorobjekte auf einer Kreisbahn bewegen, Pixel-Sprites und so weiter und so fort. Ja, hier mit Textausgabe mal arbeiten auf dem Graph auf dem Text Vektorgrafikbildschirm. Und man sieht hier, das ist immer ein kleiner Block, der sich eben, was weiß ich, Linien zeichnen. Ja, da haben wir dann, löschen wir hier den Bildschirm, wiederholen das 2000 Frames lang, ne? Und dann hier erzeugen wir einen zufälligen Farbwert und hier zeichnen wir eine zufällige Linie auf dem Bildschirm.
Mehr ist es nicht, ja. Dann kommt ja noch eine Abfrage, ob Taste gedrückt wird, dann würde man das Programm wieder verlassen, das Demo. Ja. Und so kann man das auch gleich mal als Demo nehmen, wenn man mal gucken wird, wie gucken möchte, wie wird denn jetzt ein Punkt auf dem Bildschirm geplottet oder eine Linie gezeichnet oder ein Sprite oder sonst irgendwas. Ja. Hilft vielleicht weiter, wenn man selber mal irgendwas programmieren möchte. So, dann haben wir hier den ersten von drei Soundplayern. Wir haben drei oder vier, ich muss jetzt überlegen. Wir haben H-Play, wir haben S-Play, wir haben W-Play und wir haben Y-Play. Ja, H-Play spielt HSS-Soundtracker-Module. S-Play spielt Sidcock DMP-Dateien. Ja. W-Play spielt Waves und Y-Play spielt Musikdateien mit diesem von diesem Yamaha-Chip. Ja. Und bei allen Programmen gibt es einen Modus, wo man dann eine Einzeldatei abspielen kann, beziehungsweise wo man dann auch alle Dateien, meinetwegen SID-Dateien, in einem Verzeichnis abspielen kann. Ja. Dann gibt es dann auch noch Möglichkeiten, bestimmte Registeranzeigen auszugeben oder sowas. Da muss man sich dann einfach mal anschauen, was für Parameter diese Kommandos akzeptieren. Ja. Sind auch relativ einfach aufgebaut. Wäre jetzt auch mal so ein Ansatzpunkt, wenn man selbst mal irgendwas programmieren möchte, ein kleines Spielchen oder ähnliches, ja, kann man hier gucken, wie wird es gemacht. Ja. Hier gleich mal ein Hinweis. Ich habe es bis jetzt immer so nebenbei nur gezeigt. Der BST, Brett Spin Tool, hat eine neckische Funktion enthalten. Die ist nur in einer ähnlichen Form im Propeller Tool enthalten. Und zwar kann man diese Codeblöcke einklappen. Ja, können ja viele Editoren, das ist ja keine Hexerei. Ja. Hier kann man so einen Con-Block einklappen oder einen Var-Block. Ja, mit diesem Plus-Minus-Zeichen oder mit Rechtsklick in den Quelltext und Fold All Blocks kann man alles einklappen. Und ich, wenn ihr einen neuen Quelltext euch mal anschaut von mir, dann macht das einfach mal, weil ich nutze das sehr intensiv, um gleich auch so eine Art Inhaltsverzeichnis zu realisieren. Ja, zugeklappt hat man nämlich hier vorne dann immer, hat man immer für jede Routine, jeden Block eine Zeile, die sichtbar bleibt. Und da habe ich dann hier vorne immer den Namen der Routine und hier hinten habe ich dann in der Regel meistens als erstes geschrieben, zu welchem Themenkomplex gehört das. Ja? Und zweitens, was macht das? Ja? Und so hat man gleich in ganz natürlicher Art und Weise ein Inhaltsverzeichnis. Ja? Meistens habe ich dann auch nochmal ganz bewusst einen leeren DAT-Block dazwischen gesetzt, wie hier zum Beispiel. Ne? Und damit hat man immer so einen grünen Streifen dazwischen, der dann verschiedene Themenkomplexe einfach trennt. Nachher im iOS sehen wir das, das macht sich also sehr gut. Wer sich also bei so einem Programmchen von mir einen Überblick holen möchte, einfach mal alles zuklappen, mal gucken, was habe ich denn da alles reingesetzt. So kann man dann auch schön schnell mal navigieren und mal gucken, aha, hier ist die Main-Routine, ja, hier haben wir, und da rufen wir dann meinetwegen auf Play Dir, ja, die Routine mit dem D-Parameter, also Verzeichnis wiedergeben. Und da können wir jetzt gucken, Play Dir ist hier unten, klappen wir das mal auf, so sieht es aus. Ja. So kann man sich sehr schnell und schön einen Überblick verschaffen. Das nur mal so am Rande. Ich habe es jetzt gar nicht so, ich mache das immer so nebenher, weil das ist so Gewohnheit, das so zu strukturieren für mich. IP-Config ist auch ein Tool, was mit zum IAC, zu dem Paket von Jörg gehört, was IAC und den FTP auch enthält. Damit kann man, wenn man die Netzwerkschnittstelle drin hat und in Betrieb nimmt, mit diesem Tool die, hat er das auch so schön angeordnet? Naja, fast. Müsste man nochmal überarbeiten, dass es schmuck aussieht. Damit kann man die Parameter für die Schnittstelle setzen. Ja, also welche IP hat meine Schnittstelle, was für eine Netzwerkmaske, was für ein Standard geht, wie und so weiter und so fort. Das kann man mit diesem Tool tun.
ja, um den Hive dann richtig ins Netzwerk einzubinden. IAC.spin. Das ist ein Chatprogramm für einen IAC-Chat. Nutzt auch, ist sehr schmuck geworden, muss ich sagen. Und boah, dürfte auch etwas länger sein. Wir gucken mal rein. Falten wir mal. Ah, hier ist nicht so schön strukturiert. Aber es ist schon ein ganz schöner Brocken. Ja, wenn man guckt, das sind schon ein Haufen Routinen. Aber es nutzt natürlich auch schön diese Fensterfunktionen, die wir in Bellatrix haben. Und ja, richtig schöne, schmucke Software. Wir sollten es wahrscheinlich als Hive-Benutzer dann öfter mal auch nutzen, das IAC. Ja. Oder man sollte sie eigentlich so ein Hive ständig als IAC-Client hinstellen lassen. Yeti würde das wahrscheinlich freuen aus dem Forum, wenn wir uns da alle mal treffen könnten. Das wäre wahrscheinlich mal eine coole Geschichte, ja. Sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Ne? So, weiter im Text. Keycode ist ein Programmchen, damit kann man sich unter Regime als externes Kommando einfach mal Tastendruck, die entsprechenden Codes und Flex und sowas ausgeben lassen, wenn man selber programmieren möchte. Jetzt wissen, ah, Backspace, welchen Code hat das jetzt gehabt? Da wird es dann, startet man das Tool, drückt Backspace und dann sieht man einen Hexacode, einen Dezimalcode und man kann sich dann auch anzeigen lassen, wenn ich Shift Backspace drücke oder Control Backspace, was dann für ein Code bei rauskommt. Ein ganz kleines Türchen, ja. Das ist also wirklich hier so ein Zehnzeiler, sag ich mal. Ja, da ist überhaupt nichts weiter dran. Aber ihr seht schon, wer mal so eine Idee hat, eben mal so ein kleines Tool zu programmieren oder sowas, es ist wirklich nicht viel dran. Wir könnten das vielleicht nachher auch mal als Beispiel mal durchgucken, wie das mit dem iOS zusammenspielt, ja. Und schon hat man irgendwas Kleines, Nützliches, Neues, ja. m.spin. Die Datei m.bin und dementsprechend das externe Kommando m startet mental. Ja, und nur dieses Startprogramm ist Bestandteil von Trios. Das Mental selber ist ja ein extra Softwareprojekt von mir. Interessant ist das deshalb, ich mach's mal auf. Interessant ist das deshalb, weil wenn ich mental starte, wird im Hive, bekommt der Hive eine komplette Gehirnwäsche. Das also wäre mal so ein Beispiel, wie starte ich ein System, ein neues Betriebssystem unter Trios. Ja? Also es wird wirklich in Administra ein neuer Chipcode geladen, in Bellatrix ein neuer Chipcode geladen und in Regnatix. Ja, also selbst der Programmloader wird entfernt in Regnatix. Das heißt, der Hive ist danach einfach nur ein anderer. Ja, in dem Fall ist es dann das Betriebssystem mental gestartet. Ja, ich brauche dieses kleine Kommando M auch nur unter Trios, ja, um mental zu starten. Ich könnte auch das mental, die drei Chipcode-Dateien, 1, 2, 3, die drei Chipcode-Dateien, die hier gestartet werden, die könnte ich auch in die EEPROMs flashen und dann ist das mental sofort da. Ja, aber ich finde, Trios hat so seine Berechtigung. Neben allen anderen Systemen, die wir haben, wie Plexus und Mental und Basic oder ähnliche, als einfachen Programmstarter. Ja, dieser Trios kann halt Chipcode laden und damit kann man jegliches andere System starten. Ja, also wenn man vorhat, ein eigenes Betriebssystem für den Hive zu schreiben, der kann das ja mit so einem kleinen Türchen hier dann tun, dass das einfach von Trios aus gestartet wird. Vielleicht ist ja dieses neue Betriebssystem dann auch so gut, dass man sich standardmäßig flasht und dann das Trios wirklich ablöst. Ja. Oder ihr schreibt das Trios 2 oder 3 oder X. Ja. Da ist ja auch nicht viel dran. Ihr seht ja schon die Quelltexte, das ist so viel alles nicht bei dem Trios. Ich bin ja auch nicht der große Software-Profi. Ja. Insofern, jemand, der sich so richtig heimisch ist in der Softwarebranche, der wird das alles viel besser können, ja. Und ja, wichtig wäre, wenn man mal ein eigenes neues Betriebssystem schreibt,
dass man eine Möglichkeit enthalten hat, wirklich Chipcode zu laden. Und wenn man das kann, dann kann man auch unter dem, dann kann man auch das andere System flashen und unter dem anderen System kann man sich ein Türchen machen, so wie M macht man sich dort ein Kommando Trios und mit dem kann man dann Trios laden. Ja? Und damit ist man einfach universell und kann zwischen den Systemen einfach hin und her wechseln. Auch Plexus hat sowas eingebaut. Wenn ich Plexus in so einer Art Autostartmechanismus drin habe, kann ich von Plexus zu Trios hinüber wechseln. Ja? So dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Ne? Also insofern für so eine Gehirnwäsche ist dieses Kommando m.spin dieser Quelltext ganz interessant. MAN, die Manual Pages anzeigen lassen, hatten wir schon in der ersten Folge mal drüber gesprochen. Auch ein kleines Türchen. Ja, wie man sieht, es ist ein sehr kleines Türchen. Ja, nicht viel mehr weiter dran. Perplex Spin und Perplex Text, TXT. Wo habe ich hier TXT? Ich habe da so ja eine Hilfe integriert. Ja, Perplex ist das Tool, um mit dem Plexbus umzugehen, also mit dem IO-Bus, wo man Erweiterungskarten an den Hive ranhängen kann. Dort haben wir dann auch wieder, ich klappe es mal ein, gucken wir uns mal die Kommandoliste an. Dort haben wir dann auch wieder verschiedene Kommandos, um meinetwegen irgendeinen IO-Baustein oder irgendeine Karte, die ich angeschlossen habe, irgendein Gerät, was ich angeschlossen habe, zu öffnen, das zu steuern, einfach mal manuell zu steuern, ja. Das ist so für Test- und Debug-Zwecke geeignet, ja. Wenn ich dann zum Beispiel irgendein spezielles Gerät vielleicht dran habe, mal selber entwickelt habe, als Erweiterung für den Hive-Computer, welches dann über den Plexbus angeschlossen ist, werde ich mir natürlich, wenn ich das steuern möchte, über den Hive dann nachher ein spezielles Programm dafür schreiben. Aber so in der Testphase ist so dieses Perplex als Tool ganz okay, ne? RAM-Test hatten wir schon mal im Tutorial, ist ein ganz einfach schnöde. Einfach wirklich bloß ein RAM-Test. Ja, überschreibt komplett den E-RAM, muss man aufpassen, danach muss man dann wirklich einen harten Reset machen. Regime, das ist unsere Kommandozeile. Ja, guck mal rein, falten wir mal zusammen, sehen wir hier alles auch schon hier getrennt. Manchmal mache ich auch diese gelben, leeren Con-Blöcke rein. Dann habe ich eine gelbe Trennlinie bei den Quelltexten. Ja. Hier sieht man, das sticht dann noch ein bisschen besser raus. Regime wird auf unserer SD-Karte, ich mache mal die zweite Fensterchen auf, gucken wir mal in unserem Bin-Ordner, SD-Karte, Regime.spin wird übersetzt und als Datei rec.sys auf der SD-Karte gespeichert. Und in der Datei rec.sys, das ist die Datei, die während dem Bootvorgang dann auch geladen wird und dementsprechend wird der Kommandozeileninterpreter geladen. Ja. Man kann natürlich dann auf der SD-Karte auch einfach irgendeine andere Datei umbenennen in rec.sys. Das geht. Ja. Dann wird diese Datei automatisch gestartet. Also ich kann den File Manager nehmen, fm.bin aus dem Systemverzeichnis rauskopieren in die Root und umbenennen in rec.sys, dann wird beim nächsten Mal starten der File Manager gestartet. Ja, sowas kann man machen. Also Regime, da ist unsere Kommandozeile. ROM ist so ein bisschen Gegenpart zu dem Flash-Tool, was wir hier oben hatten. Ja. Hier oben haben wir Flash, hier unten haben wir ROM. Mit Flash kann ich was reinschreiben in die EEPROMs. Mit ROM kann ich irgendwas, was in diesen EEPROMs drin ist, starten. Also wenn ich in Basic oder irgendwas in Programm, in File Manager, in den oberen ROM reingeschrieben habe, kann ich den mit ROM starten. Ja. Inwieweit das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Oder ob das einfach nur besser ist, wenn man es Es war mal so ein Ding, da habe ich es mal probiert, wie das geht. Ich persönlich nutze es, habe es noch nie genutzt, ja. Macht also, ja, weiß ich nicht, muss man mal drüber nachdenken. SFX-Tool. Das ist ein Tool, um Effekte für die Hydra-Soundsystem zu erzeugen.
Also da kann man Hüllkurven gestalten. Das ist allerdings alles so ein bisschen textorientiert. Also nicht so schön, dass man da grafisch was hat, aber ich denke mal doch relativ übersichtlich. Und ganz zum Schluss, man kann sich diese Töne gestalten, diese Soundeffekte, kann die Hüllkurven setzen, die Frequenzen, die Frequenzabfolge, dann die was für ein Ton es überhaupt ist, ob ein Rechteck, ein Sägezahn oder ein Sinus oder sonst irgendwas. Und dann kann man sich den gleich anhören. Und man kann, wenn man fertig ist, diese Töne speichern in einer normalen Speicherdatei oder gleich exportieren als Spin-Quelltext und dann einbinden in eigene Programme. Ja, so kann man dann bestimmte, ich glaube, damit habe ich auch den Heartbeat gemacht. Möchte ich mal behaupten. Ja, und dann exportiert oder einfach reinkopiert in admflash.bin. Dort lungert er irgendwo drin rum, wenn wir jetzt hier gucken. Ah, Flash Administra ADM Flash Spin. Falten wir mal ein und gucken mal ganz unten. Da haben wir hier den DAT-Bereich. Hier haben wir ganz unten feste SFX-Slots. Ja, da sind also Töne drin. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Heartbeat, den Heartbeat Low. Also man hat ja, wenn man eine Datei lädt, wird ja immer dieser Heartbeat aus, blubbert ja los, dieser Herzschritt und in einer schnellen Folge. Und wenn dann vorbei ist der Ladevorgang, geht ja der Herzschlag in eine langsame Folge über und verebbt dann. Dann haben wir hier noch Telefon, Teleporter, ein Pling und so weiter und so fort. On und off, das sind die Töne, die erklingen, wenn man Mount und Unmount macht, die Kommandos, ja. Und die habe ich jetzt einfach mit dem SFX-Tool gestaltet und dann einfach so rein kopiert hier. Ja, und schon hat man das im eigenen Programm. Jo, was haben wir noch Schönes? Splay hatten wir besprochen, SysConf, damit kann man diverse Sachen konfigurieren am System, Farben laden und naja, ist jetzt nicht ganz so sinnvoll, hatte ich vor allem auch so für Debug-Zwecke mal drin, um mal so ein Farbset zu testen oder ich konnte an bestimmten Pins mal eine Impulsfolge kann man auch ausgeben. Ich glaube, sowas ist da, sowas Exotisches ist da noch drin, macht natürlich nicht viel Sinn, aber so am Anfang, wo ich da noch viel getestet habe, war das ganz interessant. Der Administrator, da kann man die Sound-Sachen umschalten, Transfergeschwindigkeiten messen, Farbregister war, gab ja eines und dann Impulse aus. Ja, ist nicht viel. Das sind halt so ein Programmchen, die entstehen so, wenn man so ein System dann so selber schreibt. Und ja, wenn mir irgendwas Neues einfällt, würde ich da auch mal noch was reinbasteln. Ja, einfach ja, weiß ich nicht, ja. Tapecut ist eine Datei, die ist vielleicht bald überflüssig. Damit kann man Force-Screen-Dateien erzeugen. Ja, leer, die leer sind. Die Screens haben ja eine große, eine definierte Größe von 1K. Eine Header-Zeile, ja. Und hiermit kann man die erzeugen. Time, das ist ein Kommando, das hat Jörg mit beigesteuert. Dort kann man die Zeit setzen im System, sofern man ein Board hat, ein neueres Hiveboard, was gleich eine RTC integriert hat. Ja. Jo, WPLAY und YPLAY hatten wir schon. Ja, und damit sind wir hier durch, was Regnatix betrifft. Dann haben wir hier noch den Ordner Sonstiges. Jo, dann haben wir dann so Zusatzdateien. Call-Dateien sind zum Beispiel solche Farbsets, die man mit SysConf laden kann. Früher hatten wir mal, wenn er alte Videos anguckt, da hatte ich so ein Farbset für Trios, was dann schwarz-weiß ist und dann so Halbtonfarben hat, ne? Und das wäre zum Beispiel bwhive.call. Und mit SysConf slash cl bwhive.call kann man dieses Set laden. Und sich auch die Farben mal anzeigen lassen. Ja, mit SysConf slash CL wie Color List. Ja.
Also es sind so verschiedene Farbsets. Blue zum Beispiel sieht es dann so ähnlich aus wie auf dem C64. Ja. Jo, hier unten sind dann die Manual-Dateien, also die Hilfetexte für die einzelnen externen Kommandos oder Programmchen. Ne? Und dann haben wir hier noch zwei Testtexte, wenn man mal mit Type oder sonst irgendwas experimentieren möchte oder irgendwelchen Kommunikationsprogrammen. Jo, das war's dann hier im Systemordner. Kommen wir zum nächsten großen Ordner, das ist der Lib-Ordner. Klar, Lib sind Libraries. Diesen Ordner habe ich vorerst nicht weiter untergliedert mit Verzeichnissen, weil das war mir dann zu viel Aufwand. Dort sieht man aber es gibt natürlich bei diesen Libraries ebenfalls eine Trennung für diese einzelnen Chips. Ja, es macht ja keinen Sinn, Libraries, die man braucht, um irgendwelche Grafiken in Bellatrix zu zeichnen, in Administra zu laden. Ja, insofern habe ich diese Quelltexte gleich mit so einem Postfix-Zeichenfolge versehen. ADM ist für Administra, klar, Bell sind für Bellatrix, Glob sind globale Sachen, die man in Altchips verwenden kann, GUI sind GUI-Elemente, die ich auch im File Manager verwendet habe. Und dann gibt es noch REG für Regnatix. Ja? Gucken wir mal einzeln durch, worum es sich handelt. Zum Beispiel ADM. Da haben wir diesen ganzen Block hier. Das sind alles quasi Bausteine, welche auch in dem ADM-Flash verwendet werden. Gucken wir mal rein. Administra, den Standard-Flash. Hier haben wir es noch offen. Ne? Wir sind unter Flash Administra. Gucken wir uns mal Administra an. Falten wir mal zu. Und gucken bei Objekte rein, was geladen wird. Ja? Da sehen wir, dass zum Beispiel in dem Standard Administra Chipcode wird halt ADM-FAT geladen. Und ADMHSS und ADMWAVE. Ja? Gucken wir jetzt in die Library, finden wir genau diese Sachen wieder. Wir haben ADMFAT, das ist die FAT-Engine, ADMHSS, das Hydra Soundsystem und ADMWAVE, unser WAVE-Player. Ja? Und wenn wir jetzt analog dazu mal nicht in den Flash gucken, sondern unter System, Administra, in unseren ADM-SID-Chipcode, ich lade den mal. Gucken wir mal rein in BST. Zufalten. Gucken wir unter Objekte. Sehen wir. Da haben wir auch wieder ADM-FAT. Ne, unsere FAT-Engine. Klar, wir wollen mit SD-Card, wollen wir eigentlich fast immer arbeiten. Dann haben wir unsere SIDCOG-Emulation und zwar gleich zweimal. Ne, und dann haben wir ADM. Und dann haben wir noch die Konstanten. Kommen wir gleich zu. Ja, also man sieht, hier ist dann einfach ein anderes Set an Bausteinen in Verwendung. Ja, gucken wir, wie das mal aussieht bei der AY-Geschichte. Falten wir wieder ein. Gucken wir unter Objekte. Dort haben wir halt klar FAT-Engine drin. Dann haben wir das Baustein ADM AY. Ja? Und so funktioniert es mit diesen Libraries. Ja, ADM AY ist unser Yamaha. Unser Baustein, um in Administra Yamaha Sounds abzuspielen. Dann haben wir eine COM-Schnittstelle, ja, für Administra. Dann unseren Netzwerkcode für den ENC 28J60 Netzwerkchip. FAT-Engine, unser Hydra Soundsystem. PLX ist der Plexbus. Ja, hier sind die Routinen drin für den Plexbus. RTC, alles rund um die Realtime-Clock. SID, klar, das ist unsere SIDCOG-Emulation. Socket, ja, gute Frage. Das ist der TCP-IP-Socket. Gucken wir mal rein. Jawohl, TCP-IP-Treiber für Administra. Dann haben wir hier unseren WAVE-Player als Baustein und das war's, was Administra betrifft. Ja. Also hier unter Lib haben wir halt dann mehr so die Libraries, die wir dann auch in verschiedenen Chipcodes verwenden. Es lohnt sich, das auszulagern, wenn man selber auch mal einen Chipcode schreibt und man hat mal was ganz Spezielles in so einem Administra oder Bellatrix Chip oder sowas, wo man denkt, Mensch, das könnte man auch in anderen Projekten verwenden, in anderen Chipcodes, dann auslagern in so eine Library und dann kommt das hier in das Lib-Verzeichnis rein. Bellatrix
haben wir ähnliche Geschichten. Da haben wir das Bus-Interface ausgelagert. Da haben wir hier alles drin für den Graphics-Modus 1, der noch in Arbeit ist. Das ist so ein Tiles-basierter Grafikmodus mit sehr, sehr vielen Farben für den TV-Modus. Und Sprites, ja, eine richtig schöne Sprite-Verwaltung und Hardware-Scrolling für das Playfield und so weiter und so fort. Ja. Dann haben wir das Graphics-Objekt. Das ist das, was wir auch im G0-Modus in der Anwendung haben. Das ist dieses vektororientierte. Ihr erinnert euch eben, im Systemordner hatten wir ja diesen G0-Test, dieses Programm, was diesen G0-Modus mal testet. Und hier ist diese Grafik-Engine drin. Ja? Und zwar einmal in der normalen Version und einmal in der XOR-Version. Die normale Version braucht, wenn man dort Animationen zum Beispiel macht, einen doppelten Puffer. Also so ein Flipscreen, wo man immer hin und her schaltet, um flickerfreie Animationen hinzukriegen. Die XOR-Version kann das sehr schnell auch ohne einen doppelten Puffer. Ja, lohnt sich mal anzuschauen, wenn man bestimmte Projekte macht. Vielleicht nicht unbedingt für Spiele, aber für bestimmte andere Sachen ist das eine sehr gute Alternative. Man hat da nämlich in Bellatrix noch sehr viel Platz dann. Ja. H-Text ist so ein H-Text-Modus, klar. Keyboard, der Keyboard-Treiber in deutscher Sprache, Maus, auch selbsterklärend ist der Maustreiber. TV und VGA sind die Videotreiber für diese beiden Modis. Ja, und das war es schon in Bellatrix. Ja, das waren die Libraries für Bellatrix. Dann haben wir hier eine Datei fm-con. Das sind alles Konstanten für den File-Manager. Wo sind welche Fenster? Wie groß sind diese Fenster? Wie viele Files kann er in so einem Fenster verwalten? Und so weiter und so fort. Ja, fm-con. Dann haben wir hier den ganzen Komplex glob. Global, das sind Konstanten oder Routinen, die wir an jedem Chip eigentlich brauchen. Ein typisches Beispiel wäre der PST. Der Parallax, wie heißt das? Parallax Serial Terminal. Das ist also so ein serielle Schnittstelle oder so ein Debug Terminal. Das kann man einfach, das ist ein ziemlich kleines Ding, in irgendeinen Chip einbinden, ob in Bellatrix zum Beispiel oder auch wenn man eine Funktion mal in Administra einbindet, eine neue. Ja, dann habe ich ja keine Möglichkeit, dort irgendwo was auf dem Bildschirm auszugeben. Ja? Aber ich möchte natürlich meinetwegen, während ich diese Funktionen schreibe, irgendwelche Debug-Strings ausgeben, dann binde ich PST ein, ja, starte den über Start und Baudrate und kann dann mit Strings ausgeben, Hexa und Dezimalwerte und so weiter und so fort. Und zwar öffne ich dann einfach auf dem PC ein Hostprogramm, entweder das PSD-Terminal direkt von Parallax oder es geht auch das serielle Terminal, was hier im BST eingebaut ist. Und dann kann ich dort diese Debug-Nachrichten empfangen. Ne? Eine sehr, sehr, sehr praktische Sache, wenn man mal einen eigenen Chipcode schreibt. Und weil es halt wirklich für jeden Chip geht, ist es eine globale Library hier. Ne? Das ist so ein ganz typischer Fall. Genauso haben wir hier globale Konstanten. Das sind Konstanten, die den gesamten Hive im Prinzip betreffen. Gucken wir uns das mal an, falten wir das mal zusammen und dann sehen wir haben Signaldefinition. Was ist das Signaldefinition? Das sind, wir gucken einfach mal rein, Signale, die, also die Pin-Definitionen der Chips. Ja? Da haben wir erstmal welche, die bei allen drei Chips gleich sind. Ne? Dann haben wir welche, die spezifisch sind an Bellatrix und dann haben wir welche, die spezifisch sind an Administra. Ja? Die finden wir da wieder. Global, alle gleich haben sie zum Beispiel den Datenbus. Der befindet sich ab Port 0 bis Port 7. Haben wir dann eben D0 bis D7. Und man kann diese Konstanten dann in eigenen Programmen verwenden. Genauso das Heartbeat-LED hängt bei allen Chips am selben Port bzw. am selben Pin. Ja? Und dann die anderen Steuerbus-Signale bzw. das Interface für den EEPROM und das serielle Interface zum Host. Ja? Und dann haben wir halt spezielle Signale am Bellatrix.
als da wäre, wo ist denn meine VGA-Schnittstelle dran? Wo ist denn Keyboard Clock und Keyboard Daten dran? Oder wo ist die Maus angeschlossen? Ne? Und so weiter und so fort. Bei Administra bezieht sich das dann zum Beispiel auf die Soundsignale. An welchen Ports ist die Soundbuchse angeschlossen? Wo ist unsere SD-Card angeschlossen? Ja. Jo. Und natürlich dann Plexbus. Ja, das sind so die Signaldefinitionen. Dann haben wir hier Keycodes. Das braucht man auch überall eigentlich in den Programmchen. Welchen Code hat denn zum Beispiel die Escape-Taste, ja, oder die Return-Taste und so weiter. Und dann kann man das gleich mit Key, Underline, Escape, kann man das im eigenen Programm dann verwenden. Ja. So, dann haben wir hier Administra-Funktion. Und zwar ist das die Nummer der Funktion, welche Administra ausführt. Ich kann zum Beispiel Administra den Code senden, mounte mir die SD-Karte, die eingelegt ist. Oder öffne eine Datei. Dann hat diese Definition findet hier statt. Ja? Also Code 1 wäre mount, Code 2 wäre open, Code 3 wäre next file und Code 4 wäre dann open Datei. Ja? Und so sind diese Funktionen hier definiert. Wenn sich da mal was ändert, hier in der konstanten Definition ändern, ja. Und ich zeige gleich mal, wie das eingebunden ist. Wir gucken mal zweites Fensterchen, einfach mal in Administra rein, in unseren ADM Flash. Administra ADM Flash Spin. So, falten wir mal ein und gucken mal in die Main-Routine rein. Hier, Mount. Hier haben wir eine große Case-Konstruktion. Ja, hier kommt das Kommando vom Master. Und dann guckt er, ist dieses Kommando gleich A underline SD Mount. Gucken wir in unsere Konstantendefinition rein. A underline SD Mount wäre dann 1 in dem Fall. Ja. Ist das Kommando Byte, was dort gekommen ist, gleich 1, dann führe die und die Routine aus. Ja. Also so ist das strukturiert in diesen in diesen konstanten Dateien. Ja, dann haben wir noch die Bellatrix-Funktion und dann die G0-Funktion für die einzelnen Zeichenfunktionen. Ja? Was haben wir hier noch? Das ist nichts Sinnvolles. Haben wir hier noch? Nichts. So, was haben wir noch? FDS. Was ist das? Full Duplex. Das ist ein serieller Treiber. Ja, eine COM-Schnittstelle, die wir verwenden können. LED-Engine ist ein Satz Routinen. Damit kann man die LED, die Heartbeat oder überhaupt allgemeine LED, die irgendwo am Chip angeschlossen ist, mit so einem PWM-Signal langsam dimmen und pulsen lassen und ähnliches. Jörg hat das verwendet im IRC-Client. Ist also eine coole Geschichte, wenn es dann so langsam vor sich hin blubbert, weil eine Nachricht gekommen ist oder sowas, ja. Das kann man hier nutzen. Macht natürlich im Hive nur Sinn bei den Chips am Heartbeat-LED, ne, weil nur dieser Pin dann dafür nutzbar ist. So, Numbers ist eine Library, um Nummern zu wandeln. String in Dezimalnummer oder ein Hexastring in entsprechenden Zahlenwert und so weiter und fort. Und rückwärts, ja, einen Zahlenwert in entsprechenden String oder sowas. PSD hatten wir gerade, das ist das Debug-Terminal. SPI-Interface, beziehungsweise hier ist auch I2C-Interface drin, wird dann auch genutzt von diesem ROM-Tool beziehungsweise Flash-Tool, um die EEPROMs anzusprechen. Ja? Hier sind String-Funktionen drin in dieser Library. Was haben wir da alles? Ich muss jetzt mal selber gucken, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ah ja, alle möglichen String-Funktionen zu trimmen und auch zu wandeln in verschiedene Sachen. Ja. So, dann haben wir unsere GUI-Funktionen. Die habe ich eigentlich bis jetzt nur in Verwendung im File-Manager und in einem kleinen Editor, den ich gerade programmiere. Und diese GUI-Elemente sind bis jetzt noch nicht so sehr viel, werde ich vielleicht auch nochmal erweitern. Das wäre einerseits eine File-Selector-Box, DL-Box, ja. Die war zum Beispiel, kann man die bewundern im File Manager. Das sind diese beiden Boxen, wo die Dateien so nordenmäßig dargestellt werden können. Kann man aber auch als ganz normale File Selector Box aufrufen. Habe ich zum Beispiel in dem Editor in dem Ladedialog. Also lade einen Text, ruft man die Funktion auf, kommt so eine File Selector Box, kann man die Datei mit dem Cursor aufrufen, Enter drücken und kann die Datei dann laden.
Input ist eine ganz einfache Eingabebox, eine Eingabezeile, wo man einen String eingeben kann. P, ein Prozessbar, also ein Fortschrittsbalken. Dann haben wir hier noch eine Warnbox mit einem OK- und Abbrechen-Button, glaube ich. Ne? Das wird vielleicht noch mehr, so wie ich es brauche. Das nehme ich aber dann immer bloß dazu, wie ich neue Programme schreibe und mir irgendwas einfällt, was mir so fehlt. Ja. Kann auch sein, muss ich dazu sagen, dass die noch so ein bisschen buggy sind. Also sie funktionieren im File Manager, aber jetzt zum Beispiel, momentan bin ich an diesem Texteditor dran, da habe ich dann festgestellt, Mensch, hier sind noch, greift er auf einige Konstanten zu von dem File Manager. Das muss ich natürlich ausfaktorisieren, weil ich will das ja in den bestimmten Programmen dann ganz spezifisch dann haben. Ne? Jo, hier sind in mglob con sind Konstanten drin für mental. Ja, einfach um für das Kommando m dann die Schnittstelle zu haben. Ne? Und dann haben wir hier die ganz große Datei, das ist das, die EOS-Datei. Kommen wir nachher nochmal separat dazu. Ich falte sie mal ein. Hier sieht man auch schön diese Blöcke. Ja? Hier haben wir für das EOS allgemein Management-Funktionen für Regnatex, wie zum Beispiel Parameter auslesen, wenn ein Programm gestartet wird, welche Parameter wurden mir denn übergeben und so weiter und so fort. Ja? Und dann kommen hier, habe ich immer abgetrennt mit so einem roten Objekt, leeren Objektblock, Administra-Funktion, dann hier unten Bellatrix-Funktion, ja, und was haben wir noch? Regnatix-Funktion und das war's. Ja, und dann halt immer getrennt Administra haben wir Chip-Management, SD-Laufwerksfunktion und so weiter und so fort. Ja, und hier jeweils mit einem passenden Kommentar versehen, so dass man hier sehr schnell navigieren kann. Gucken wir nachher nochmal separat rein. Jo, damit sind wir durch, möchte ich sagen, in der Verzeichnisstruktur auf dem in den Quelltexten. Ich denke mal, das war ein ganz schöner Batzen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, das war schon mal eine Stunde weg. Tja, liebe Freunde, es tut mir leid. Ich dachte, ich kriege alles irgendwie in eine Folge, aber da habe ich mich wohl maßlos verschätzt. Alleine das Sichten jetzt der Quelltexte, was wir eben gesehen haben, einmal quer durchgehen, ihr seht es ja selber, hat jetzt eine Stunde gedauert. Ja, ich möchte es jetzt aber auch nicht unnötig irgendwie eindampfen. Ich denke, da machen wir einfach mehrere Folgen draus, die jetzt fortlaufend kommen und arbeiten die Themen einfach ab. Ja, als wenn ich dort Sachen rausschneide und dann ist es auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Machen wir es aber ordentlich. Insofern schließen wir die heutige Serie. Eine Stunde reicht. Ich denke mal, das ist schon immer ziemlich fett, aber ich weiß auch nicht, wie man es alles kürzer machen kann. Ja, ich weiß nicht, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist das jetzt zu lang? Soll ich es aufteilen in kleinere Folgen? Ist es thematisch vielleicht auch einfach nicht strukturiert genug? Ja, muss ich da irgendwas anders machen? Rein in die Kommentare. Ne? Und dann gucke ich mir das an und dann kann ich die nächsten Folgen entsprechend gestalten. Auch wenn euch irgendwas anderes nicht gefällt. Oder wenn euch was gefällt. Über Lob freue ich mich natürlich auch. Ne? Ansonsten, ihr wisst, wie es läuft. YouTube, liken, abonnieren, teilen. Ne? Dann steigt es auch ein bisschen mit dem Ranking hier auf dem Kanal. Und dann werden wir mal weitersehen, wie das hier läuft. Ne? In diesem Sinne, Leute, ciao, ciao. Bis demnächst in diesem Kino.